Hi, willkommen bei Grill & Chill Barbecue und Lifestyle. Heute eine neue Playlist bei mir auf meinem YouTube-Kanal. Wir starten hier durch mit China Hot oder Schrott. Ich habe da mal ein paar Sachen bestellt auf eigene Rechnung. Steht zwar unten drin bezahlt, aber das ist rein absicherungstechnisch. Hat fast jeder schon drin und darum, nur dass ihr es wisst, sind teilweise kleine Sachen. Und wir werden das anschauen und testen, ob das was ist oder nicht. Dann schauen wir uns das Teil mal an. Heute starten wir mit diesem Produkt. Das sind Meat Claws, Bärenklauen sozusagen, um Pulled Pork und ähnliches zu pullen oder auch zum verschiedene Sachen zu halten. Wir sehen hier gleich hier, man kann die Melone ein bisschen halten oder ein Chicken, ein Hühnchen, pullen natürlich. Hat einen Flaschenöffner dabei und sollte sogar auf einer Seite sowas wie ein Messer haben. Hier noch Warnhinweise in verschiedenster Form. Auf der anderen Seite das gleiche. Unten und oben nichts und vorne Minimum, Maximum Temperatur von 10 bis 130 Grad. Gibt es in verschiedenen Versionen. Das ist jetzt eine Holzversion. Bis anhin hatte ich solche Plastikkrallen, Bärenkrallen. Funktionieren einwandfrei, kosten fast nichts. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, hier bleibt immer ein bisschen Schmutz drin. Da muss man immer ein bisschen nachreinigen. Ansonsten funktionieren die Dinger einwandfrei. Dann schauen wir mal rein, in die guten Dinge raussehen. Verpackung ist ideal, das passt. So sehen die Bärenkrallen aus. Sind schön aus Stahl, Edelstahl vermutlich, mit einem Holzgriff. Hier noch zum Vergleich. Thema Reinigung natürlich wesentlich einfacher hier. Man kommt überall gut dazu. Zusätzlicher Vorteil, ihr habt Flaschenöffner an beiden Seiten dran und so etwas wie ein Messer, Wiegemesser. Aber also das könnt ihr schon mal gleich total vergessen. Zumal was abhacken, vielleicht etwas Kleines funktioniert das, aber ansonsten denke ich, ist das mir ein zusätzliches Joe-Objekt. Die Verarbeitung ist gut, hat keine scharfen Kanten in dem Sinn. Ein bisschen scharf muss es natürlich sein bei diesen. Wobei hier, wie gesagt, das Messer, die Ecke hier. Die Verarbeitung passt. Vielleicht hier ein paar kleine Lackschäden, könnte man dem sagen. Aber ich denke, die Dinge sind zum Brauchen da. Und für das reicht es allemal aus. Diese Bärenkrallen habe ich beim Chinesen des Vertrauens bestellt. Bestelle ich schon seit x Jahren. Immer wieder mal was und teste die Sachen gut aus. Meine ersten Messer waren von dort. Sind bis jetzt immer noch gut im Schuss. Bezahlt habe ich für die um die 4-5 Euro, ist momentan ein Angebot bei unter 3 Dollar. Müsst ihr mal reinschauen und euch ein bisschen inspirieren lassen. Hat da immer sehr viele Angebote von gleichen Produkten. Schaut mal durch, der Link ist unten in der Infobox. Zum Vergleich kosten diese guten Stücke bei deutschen Großhändlern mit A
um die 13 Euro, je nachdem wie viel ihr bestellt oder noch etwas anderes bestellt, ist der Versand gratis. Beim Chinesen könnt ihr das anklicken, da ist meistens der Versand mit im Preis eingerechnet. Zum Vergleich noch die Plastikbärenkrallen. Kriegt ihr beim Chinesen für um die unter 3 Dollar. Hier habt ihr ein bisschen die wertigen Produkte. Die funktionieren einwandfrei. Kosten beim großen deutschen A um die 6, 7 Euro. Ja, Freunde, habt's gesehen, kann man mal machen für die paar Euro, auch mal in China bestellen eventuell oder beim großen A. Das überlasse ich euch. Wenn ihr Interesse habt, schaut mal unten rein, die Links sind unten drin. Und ich kann das wirklich empfehlen. Es funktioniert, kostet nicht viel und für das, was man es braucht, reicht der Preis. Das war's von den Bärenkrallen. China Hot oder Schrott. Wenn ihr mehr davon wollt, zeigt es mit einem Daumen nach oben, würde mich freuen. Ein paar Sachen sind geordert. Ich kann euch da noch ein paar gute Sachen sicher zeigen. Die Messer werden auch noch dran kommen. Die sind schon mittlerweile fast 4 Jahre alt und funktionieren immer noch. Da muss man natürlich denken, da sind keine Zwischenhändler dazwischen, die auch noch mitverdienen wollen. Und bei solchen Sachen macht sich viel aus. Bei größeren Sachen natürlich mehr. Wobei, umso mehr Gewicht, umso teurer wird es und dann lohnt sich das wirklich nicht mehr aus Fernost zu bestellen. Da muss ein Container her und die größeren Mengen natürlich. Ja, und wie immer würde ich mich freuen über einen Daumen hoch, weil Däumchen werden Träumchen. Ein Abo nicht vergessen, Shop reinschauen, 2 weitere Folgen und bis zum nächsten Mal berühmt Chill, Barbecue und Lifestyle. See ya! Und schaut wieder mal rein bei Facebook und Instagram nicht vergessen.